Brauchst du eigentlich noch lange? Ich möchte nämlich nicht nochmal wiederkommen müssen. Wir können ihm noch helfen. Hast du eine Zigarette? Nee. Nein? Seit wann? Heute? Ich versuche aufzuhören. Ich hab dir doch gesagt, dass das kein Risiko für dich darstellt. Kann ich nicht trotzdem mit dem Rauchen aufhören? Klar. Deine Entscheidung. Aber ich wette, er hat nicht geraucht. So, komm, ich will auch noch Feierabend machen. Fahrradflucht? Wartest du hier oder soll ich dich irgendwo treffen? Wen brauchst du denn? Stunde, ich muss noch Ziesen holen. Dann bin ich schon mal zu Hause. Okay, vergiss nicht, dich darum zu kümmern, ja? Do as you please, but smile if you please. S-M-I-L-E. S-M-I-L-E. Do what you can, do what you can, but smile if you can. S-M-I-L-E. Wegen vorhin? Also ist Sterbende zu sehen doch keine so gute Vorbereitung? Wie alt war er denn? Nicht viel älter als du, denke ich. Es sei denn, man glaubt an Reinkarnation. Ist Reinkarnation denn real? Nein, alle Religionen liegen falsch. Erst letztens sollte ich mich um so einen Katholiken kümmern und du hättest einfach sein Gesicht sehen müssen. Was passiert denn nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Der Tod weiß nicht, was nach ihm kommt. Ich hatte Angst zu sterben und ich denke, gerade du kannst mir das nicht übel nehmen. Dann nimm mich mit. Das geht nicht, dann bin ich ja auch weg. Was geht ab? Der Tod will mich nicht haben. Noch nicht. Ja, noch nicht. Ich kümmere mich jetzt einfach selber drum. Und wie willst du das machen? Ich werde mich verdursten. Na dann viel Spaß, das wären lange Tage für dich. Warum machst du nicht einfacher?
meinst es wirklich ernst? Boah, heute war ein voller Tag, sag ich dir. Bist du immer noch sauer, weil du dich nicht verdursten konntest? Ich meine, du könntest doch auch einfach deine Medikamente absetzen, oder? Ich denke, das geht um einiges schneller. Ich verstehe dich nicht. Hast du schon gesagt? Ist ja auch nicht schlecht, Tatsachen zu wiederholen, oder? Hast du heute? Ja, für Alina. Also, wenn du willst, kann ich dir hier zukommen lassen. Okay. Du musst mir allerdings versprechen, dass du deinen Scheiß "Ich verdurste mich" und so sein lässt. Muss kommen. Lass mich einfach in Ruhe. Wenn ich das könnte. Wie lange habe ich noch? Wie lange habe ich noch? Spielt das irgendeine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Das ist so ein Bullshit mit dir. Was, dass du hier sitzt und über dein Leben jammerst, während du die Welt da draußen genießen könntest? Ja, da hast du recht, das ist Bullshit. Also auf einmal ist es nicht mehr meine Entscheidung. Es ist also Bullshit, dass ich nicht sterben darf, auch wenn du diesen anderen Typen einfach so verrecken lässt. Wir hätten nichts mehr für ihn tun können, Mann. Aber du hast doch noch eine Chance. Das heißt, sein Tod ist vorbestimmt und da kann man nichts machen. Ja, in dem Moment, als sich irgend so ein Idiot gedacht hat, jo, ich fahr jetzt besoffen Auto, lag es nicht mehr in seiner Hand. Bei mir liegt's doch in meiner Hand. Ich kann mich doch dafür entscheiden. Warum? Suizid ist doch nur eine permanente Lösung für ein temporäres Problem. Langsam, nach und nach gelähmt zu werden, bis man irgendwann erstickt, ist kein temporäres Problem. Check das mal. Lass mich doch bitte einfach sterben. Sag mal,
Hier ist doch jetzt ein Zimmer frei, oder? Bist du jetzt von 3 Tagen ohne Wasser auf 6 Stunden unter Wasser umgestiegen? Ja. Fandest du es irgendwie poetisch? Poetisch? Na, ich meine, dein Tod immer und immer näher kommen zu sehen, genau wie bei deiner Krankheit. Könntest du es dann nicht gleich deiner Krankheit überlassen? Ich meine, dann hättest du immerhin noch 2 Jahre. 2 Jahre? Jetzt sind es 2. Letztes Jahr hast du gesagt, es wäre noch 1 Jahr. Oder halt knapp 6 Stunden. Du hast keinen Plan, oder? Nö, ich weiß das leider immer erst so 30 Minuten vorher. Das heißt, ich kann auch einfach morgen sterben? Nein, was nicht in den nächsten 30 Minuten. Zu wissen. Bist aber nicht besonders weit drin, ne? Oh, das passt. Ein letztes Mal. Wieso nicht? Du bist mein erster Freund seit Jahren, den ich nicht sofort mitnehmen musste. Und auch mein Bester. Das ist so ein egoistischer Grund. Ja los, dann renn dem Bad doch hinterher, Mann! Weißt du, ich verstehe dich einfach nicht. Auf der einen Seite willst du Alina wiedersehen und auf der anderen Seite willst du aber nicht an deiner Krankheit sterben und dein Leben genießen willst du auch nicht. Verstehst du das nicht? Ich kann einfach nicht mehr. Ja los, dann nimm meine Hand und alles ist vorbei. Du könntest aber auch endlich anfangen, dein Leben zu genießen. Alter, du hast noch nicht mal deine Jungfräulichkeit verloren. Was für ein Schwachsinn, ich bin keine Jungfrau mehr. Ist doch nur so ein Beispiel, Mann. Ich meine, du könntest so eine Bucketliste erstellen oder so und all den Scheiß machen, den du schon immer machen wolltest. Ich weiß einfach, dass das Richtige für dich ist. Ich kann nicht jeden Tag so weitermachen. Wir können das gemeinsam durchstehen. Und wenn du merkst, dass das mit deiner Krankheit zu heftig wird, dann gehen wir gemeinsam. Deal? One, two, three, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's life. One, two, three, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's life. One, two, three, and all is alright.